So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 2. Wir sind hier gerade im Grab des Pharisäers und verzweifeln an dieser einen Stelle. Ich will darüber. Vor allem ist diese Truhe ja wahrscheinlich wichtig. Ack. Gnarf. Schau ich mal, wie es möglich sein könnte, darüber zu kommen. Moment mal. Gibt es hier irgendwo eine Bombe? Dann könnte man das so schaffen, dass man beide erwischt und damit darüber kommt. Das wäre zumindest raffiniert genug, aber ich sehe zumindest nirgendwo eine Bombe. Kann aber auch sein, dass ich einfach nur zu blöd bin. Ich schaue nochmal da vorne. Erst kommt das eine runter und dann geht das andere hoch. Man bräuchte wirklich einfach nur eine Bombe. Moment, kann ich das Ding kaputt machen? Augenscheinlich nicht. So viel Spaß es auch machen würde. Irgendwo hier gibt es dann doch garantiert so ein Wurfteil. Oder muss ich nur besonders schnell wieder zurückkommen? Das wäre auch eine Möglichkeit. Ach nee, da oben sehe ich eine. Die hängt seitlich an dem Teil dran. Jetzt verstehe ich's. Das heißt, das Ding muss unten sein. Ich muss das Teil holen. Ja, dann passt's. Nettes Versteck. So, dich brauche ich. Und zwar da hinten. Dann hoffe ich, dass ich es von da aus abschießen kann. Ich meine, ja klar, Fähigkeitenrad, dann dürfte es kein Problem sein. Schön wieder den Todesgriff ausrüsten. Ha! Rüber geschafft. Geht doch. Was kriegen wir? Einen Schlüssel für eine Tür, die wir noch gar nicht gesehen haben. Na, schadet nicht. Wie oft kann ich so einen scheiß Sarg verfehlen? Gut, gut. Oh. Was denn nu? Wen haben wir denn da? Eine Dame, die sich nicht gerade darum schert, ihren Hintern zu bedecken, aber na egal. Das mal Gule. Tja. Och, gleich mehrere von denen jetzt. Habt sie doch nicht alle. Die machen gut Schaden.
So, Minions. Tötet es. Haben doch ein bisschen viel Schaden genommen für meinen Geschmack. Also die machen gut Schaden. Hauen gut rein. Hier kann man jetzt noch nicht weiter. Gehen wir doch mal auf Ebene 2. Hoppla, falsche Taste. Geh weiter, solange du noch kannst. Ach, wer bist du denn? Was zum... Hey! Macht er das immer, wenn ich auf 2 will? Arschkrampe. So, 3. Hier ist also die eine Tür, durch die wir jetzt erst durch können. Aber auch noch andere, zu denen man erstmal hoch muss. Zu denen ich aber nicht mit dem Wandsprung hoch kann. Mist. Hier komme ich vielleicht mit dem... Nee. Oder? Nee. Ab einem gewissen Punkt kommt man einfach nicht mehr weiter. Aber hier... sehe ich zumindest mehrere Wege. Komm, ich gehe erstmal durch die Tür. Ich mir jetzt unnötig den Kopf zerbreche und dann doch nicht weiterkomme, nehmen wir erstmal den offensichtlichen Weg. Hallo Mumie. Noch eine Mumie. Komm dich nicht so um. Gibt's ein bisschen Heilung für. Ich glaube, ich schmeiß meinen Heiltrank ein. So, coole. So, nur noch wir beide Chips sind. Oh. Habe ich mich wohl geirrt? Okay, komm. Genug gespielt. Wow. So. Ach, wer kommt denn jetzt? Irgendwer mit Blitzen. Aua! Komm, friss einen Tränenschwarm.
Naja. Der war jetzt so ein bisschen viel Rauch um nix. Also viel konnte er zumindest nicht. Und so viel Geld. Dafür ein paar Sachen verkauft haben. Unmöglich. So, hier geht's weiter. Laut AG. Noch eine heilige Schriftrolle des Seelenlenkers. Norden, Süden, Osten. Hm. Ich werde an denen meistens konsequent vorbeilaufen, könnt ihr euch schon mal denken. Also, wenn ich das Labyrinth des Seelenlenkers mache, dann einfach mit einer Lösung. Moment, kann ich da nicht? Yep. Auf jeden Fall sehr viel mit Schädeln. Ah, jetzt bin ich hier. Ich kann jetzt hier lang klettern. Nee, ich hab doch... Mensch, ich drück doch die Taste, Mensch, du. Tod, du bist mir manchmal einer, du. Wo geht's hier hin? Nirgendwo hin. Man kann nur runter. Und hier durch. Oh, ich sehe gerade was. So was sehr Offensichtliches. So, einen Stein der Macht bekommen. Warum habe ich eigentlich die Waffe wieder weggesteckt? Ich bin doch manchmal... Wo geht's denn hier lang? Runter. Und hier geht's nicht weiter, also... Hm. Oh, eine Kiste. Immer erstmal alles mitnehmen. Immer kriegen wir Sachen mit Kraft. Warum kriegen wir so selten Sachen mit Magie? Nein! Tod, du Idiot. Das hat sich sogar gereimt. So, hopp. Schauen wir uns erstmal hier um. Was macht dieser Hebel? Eine Brücke. Eine Sache, die ich gerne wissen möchte, wenn ich jetzt das Ding weghaue. Steht keine Mumie im Weg. So, weiter mit dem Teil. Oh! Da geht's hoch. Waren wir nicht schon mal? Jo, waren wir. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie kommt man denn an das Teil ran? Ja, jetzt weiß ich wie. Also an die Kiste. Und weiter mit dem Teil hier. Wofür auch immer du gut bist.
Der kann das jetzt nicht mehr vernünftig packen, oder was? Wie ätzend ist das denn? Was genau passiert denn, wenn ich das Ding hier bewege? Es geht... Nee, ich bewege, betätige, es geht aufwärts. Dann könnte ich von hier aus da drauf springen. Verstehe. Habe ich das Spiel jetzt verglitscht, verbuggt? Keine Ahnung. Ich bräuchte eine Sprengladung, um das Ding da wieder loszukriegen. Aber die gibt's hier nicht. Ach, Dreck. Vielleicht hilft's kurz aus dem Raum rauszugehen und dann... Geht nicht. Geht alles nicht. Ja, ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Spiel. Das ist konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin versuche ich das mal kurz zu lösen. Bis dahin, Cheerio.